Hallo und herzlich willkommen beim Tasting Nerd. Ich habe heute für euch einen Genfiddich dabei. Der ist 12 Jahre alt und das Besondere daran ist, der ist in 3 verschiedenen Fässern gelagert. Den gibt es hier in Deutschland noch nicht zu kaufen. Ich gehe mal davon aus, der wird in den Markt kommen. Der war wohl erst nur in Frankreich erhältlich. Deshalb konnte ich auch nicht lesen, was da so alles auf der Verpackung steht. Das ist alles in Französisch und ja, ist nicht meine Sprache. Von daher musste ich ein wenig recherchieren. Also, der Glenfiddich 12 Jahre Triple Oak ist in 3 verschiedenen Fässern gelagert. Einmal in amerikanischen Eichenfässern, also nicht in Bourbonfässern, sondern in amerikanischen Eichenfässern. Dann einmal in Sherryfässern. Und in der Beschreibung steht, seine Qualität bezieht er aus den frischen, ausgekohlten französischen Eichenfässern. Ja, da ist Glenfiddich nicht der Erste und sind nicht die Letzten, die frisch ausgekohlte französische Eichenfässer benutzen, um dem Whisky so einen gewissen Touch und nochmal ein bisschen mehr Aroma zu geben. Ja, mal sehen, wie es bei dem so geklappt hat. Ansonsten über den Whisky ist noch zu sagen, der hat leider nur 40 Volumenprozente. Da haben sie sich auf die unterste Marge, die überhaupt zulässig ist, runterdosiert. Der enthält Zuckercouleur und ist kühl gefiltert. Ja, alles schade. Ist alles so ein bisschen ein Zeichen für, ist doch ein Massenprodukt. Aber das heißt ja erstmal nicht, dass der nicht schmeckt. Wir werden mal schauen, wie der denn so schmeckt. Glenfiddich, muss man glaube ich nicht so sehr viel zu sagen. Ist eine Weltmarke, wenn nicht die Weltmarke für Single Malt. Und ich habe die Glenfiddich Distillerie schon mehrmals besucht. Habe auch mal die Tour mitgemacht. Die fand ich, ja, ich finde, da gibt es bessere Touren. Werde aber im nächsten Jahr nochmal eine Tour machen. Die ist dann ein wenig anders. Und mal sehen, ob die dann besser ist. Ansonsten ist Glenfiddich ein Riesenunternehmen natürlich. Sind auch darauf eingestellt, dass viele Leute da hinkommen. Haben eine tolle Bar, man kann da toll was essen. Ja, aber ansonsten muss ich sagen, hat Glenfiddich mich noch nicht so vom Hocker gerissen. So. Also er riecht würzig. Das ist das Erste, was einem so in die Nase steigt. Eine gewisse Süße, ein bisschen Vanille ist auch dabei. Aber erstmal ist es eine schöne, subtile Würze. Jetzt noch nicht so, nein, der ist 12 Jahre alt. Der haut einen vom Holz nicht um und der ist nicht so richtig kräftig. Aber es ist ein schöner, runder Geruch. Ja, also ich glaube, die Tasting Notes sagen auch, dass da mit Vanille zu rechnen ist und dass der würzig ist. Und viel mehr gibt es da von mir gar nicht zu sagen. Also bis jetzt haut er mich noch nicht um. Mal sehen, wie er schmeckt. Würzig. Hätte ich jetzt süßer erwartet. Vanille habe ich da jetzt auch nicht mehr. Ich habe also wie gesagt diese Würze, eine leichte Nussigkeit vielleicht. Ja. Ich bleib dabei. Vielleicht ein bisschen Schärfe kommt noch durch, so ein bisschen so eine Pfeffernote dann dabei. Also jetzt nicht wirklich, es schmeckt nach Pfeffer, sondern ein bisschen pfeffrig, ein bisschen scharf im Mund. Aber an sich, ja, also
Ich hätte mir mehr erwartet, muss ich ganz klar sagen. Die Tasting Notes sagten sowas von gerösteten Mandeln und Creme Brûlée und da hat man natürlich so eine Erwartungshaltung. Die konnte er im Moment noch nicht so richtig erfüllen. Ist aber trotzdem ein schöner, runder Whisky. Aber jetzt bringen natürlich extrem viele Destillerien gerade Triple Oaks raus und ich habe da immer so das Gefühl, ja, ist das jetzt, weil die merken, oh, das eine Fass hat nicht so wirklich viel Geschmack gebracht. Wir packen es nochmal in das und in jenes Fass und versuchen da so das Beste draus zu machen. Oder ist es wirklich ein, jetzt zeigen wir mal, was so geht mit den verschiedenen Fässern. Ich habe aber, um mal zu schauen, wie sich der Glenfiddich so schlägt, auch noch ein Balvenie 12 Jahre Triple Cask. Also der hat ein bisschen andere Fässer gesehen. Das waren also bei dem, ups, ich werde das hier mal alles so ein bisschen umkoordinieren. So, bei dem Balvenie sind also First Fill Bourbon Fässer. Dann noch, oh, da habe ich auch einen guten eingegossen. Refill Fässer und Sherry Fässer. Muss ich sagen, von der Farbe her ist er so ein bisschen goldener, ein bisschen farbintensiver. Und interessant zu wissen ist auch, Balvenie und Glenfiddich sind quasi Nachbarn. Also wenn man aus der einen Destillerie rausfällt, fällt man sozusagen in die andere schon rein. Wie gesagt, beide schon mehrmals besucht. Balvenie gefällt mir von der Destillerie besser. Das hat alles so ein bisschen Qualitätsanspruch, finde ich. Ja. Also das ist ulkig. Also ich würde vom Geruch her, wenn man die direkt vergleicht, hat der Glenfiddich mehr Würze, mehr Charakter. Während der Balvenie so ein bisschen verhalten rüberkommt. Eher süß und so ein bisschen geheimnisvoll. Also ein bisschen verschlossen, süß, leichte Honignote. Mal sehen. Ja, aber dann kehrt es sich im Geschmack um, während der Glenfiddich quasi dem Geruch halbwegs treu bleibt. Kommt es hier nochmal so richtig bei dem Balvenie rüber. Ah, da ist jetzt nochmal ein bisschen Honig dabei, ein bisschen Trockenfrüchte. Das Mundgefühl ist ein ganz anderes. Ja, also ganz klar, hier hat man auch ein wenig Eiche mit dabei. Eine ganz dezente Vanillenote auch, eine ganz leichte Schärfe vielleicht, ganz am Ende. Ja, der Abgang ist schön bei dem Balvenie. Bei dem Glenfiddich konnte ich jetzt nichts anderes entdecken, das ist auch alles ordentlich. Insgesamt gesehen möchte ich aber sagen, dass der Balvenie, obwohl er vom Preis her vergleichbar ist, ich habe das mal runtergerechnet, weil der natürlich hier nur in der Literflasche rüberkommt, sind die aber preislich momentan noch vergleichbar. Ja, da möchte ich eigentlich den Glenfiddich nicht empfehlen. Auf jeden Fall kann man den mal ausprobieren. Man macht nicht so viel falsch. Das ist schon ein Unterschied zum normalen Glenfiddich. Und ja, mehr gibt es da im Moment auch eigentlich gar nicht zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video ein wenig gefallen. Und abonniert mich gerne, liked mich, disliked mich oder kommentiert mich. Ihr könnt mich auch gerne auf Instagram besuchen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tasting Nerd Video. Bis dann!